All unsere Gelenke unterliegen letztlich einem gewissen Verschleiß und die belasteten Gelenke, das sind vornehmlich Hüft- und Kniegelenk, unterliegen einer besonderen Belastung und wir werden einfach älter und in gewisser Weise ist der Verschleiß der Gelenke auch ein Preis fürs Altwerden. Zunächst versucht man natürlich bei jedem Gelenkverschleiß die konservative Therapie, also Schmerztherapie, Physiotherapie, eventuell Injektionen ins Gelenk. Das ist alles vorausgegangen, ehe man sich dann dazu entschließt, ein Gelenk zu ersetzen. Wenn die Schmerzen unerträglich sind, die Lebensqualität arg beeinträchtigt ist, alles andere versucht wurde, dann bleibt nur der künstliche Gelenkersatz. Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und es besteht im Prinzip aus einer Kugel, die in einer Pfanne sich bewegt. Selbstverständlich muss man auch die Risiken ernsthaft besprechen miteinander und Komplikationsmöglichkeiten. Dem stehen aber eben die großen Chancen einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität gegenüber, ein schmerzfreies Leben. Wir verwenden für die Hüftoperation einen minimalinvasiven Zugang, den sogenannten Alamis-Zugang. Der minimalinvasive Hüftzugang ermöglicht einen schonenden Weg zum Hüftgelenk, bei dem die Durchtrennung tieferer Strukturen vermieden werden. Und das zahlt sich aus für den Patienten, weil er eben hinterher viel schneller auf die Beine kommt und auch ein funktionell besseres Ergebnis zu erwarten hat. Nach der Durchtrennung der Muskelhüllfaszie erfolgt die gesamte weitere Präparation stumpf mit dem Finger. Da ist man mehr oder minder in 3 Minuten vor Ort am Hüftgelenk. Nachdem man das Hüftgelenk erreicht hat, wird die Hüftgelenkskapsel dargestellt und der vordere Anteil der Hüftgelenkskapsel entfernt. Nachdem nun der Schenkelhals ohne Kapsel vor uns liegt, wird der Schenkelhals durchtrennt und der Hüftkopf entfernt. Dann beginnt die Präparation der Hüftpfanne, wo man mit Fräsen aufsteigender Größe das Pfannenlager vorbereitet, in die dann hinterher die Pfanne eingesetzt und eingeschlagen wird, sodass sie sich sicher verklemmt. Jetzt kommt in die metallische Pfanne der Pfanneneinsatz aus Keramik, besonders hoch abriebfestes Material, in dem sich dann später der neue Hüftkopf bewegen kann. Nachdem man nun die Pfanne gemacht hat, wird das Bein umgelagert, unter das andere Bein geschlagen, nach außen gedreht, sodass man einen Zugang hat zum Hüftschaft, der jetzt mit Instrumenten aufsteigender Größe vorbereitet wird zur Aufnahme des Schaftes. Schlussendlich wird der Prothesenschaft eingeschlagen bis zum sicher festen Sitz und der neue keramische Hüftkopf aufgesetzt. Und die Hüfte wieder eingekugelt. Vor dem Wundverschluss, und das ist uns ganz wichtig, erhält der Patient eine Lokalanästhesie im Operationsgebiet, die für 24 Stunden hält. Das heißt, wir haben auf diese Art und Weise sichergestellt, dass der Patient in den ersten 24 Stunden schmerzfrei ist und deshalb auch in der Regel problemlos noch am Operationstag aufstehen kann. Wir üben ja schon vor der Operation die postoperative Mobilisation. Die Mobilisation beginnt am Operationstag und nach wenigen Tagen ist der Patient in der Regel so gut mobil, dass er dringend wieder hier weg möchte. Wir rechnen mit der Entlassung am 5. bis 6. postoperativen Tag, oft direkt in die Reha. Mir geht's gut, ich kann laufen, sogar ohne Krücke. Mehr und kaum Schmerzen. Wir machen etwa 600 Gelenkersatzoperationen im Jahr. Etwa die Hälfte davon sind Hüften. Jeder von uns hat Tausende von künstlichen Gelenken implantiert und kann sicherstellen, dass in jedem einzelnen Falle das optimale Operationsergebnis erreicht wird.
Als zertifiziertes Endoprothesenzentrum nehmen wir an diversen externen Qualitätssicherungsmaßnahmen teil, unter anderem am Deutschen Endoprothesenregister, und sehen dort nicht ganz ohne Stolz, dass Patienten, die am Caritas-Krankenhaus operiert werden, nur eine halb so hohe Wahrscheinlichkeit haben, wegen einer Komplikation innerhalb der ersten Jahre noch einmal nachoperiert werden zu müssen, wie im Durchschnitt aller teilnehmenden Kliniken am Endoprothesenregister.